Ja, das Gerät ist eigentlich sehr komfortabel, sehr einfach zu installieren. Es ist eigentlich komplett fertig, man muss nur hinschrauben und anschließen. Und dann kann man eigentlich schon loslegen. Wir haben einen 100 Liter Wassertank verbaut. Das Gerät hat noch einen Pickup-Sensor mit dabei. Das ist eigentlich sehr bequem. Man muss eigentlich ja, sich um nichts mehr kümmern. Man startet einmal und dann fahrt man. Genau so ist Okay. es. Ja. Sobald das Pickup unten ist, startet das Gerät. Okay. Und wenn ich es hochziehe, stoppt es. Ja, man hat ein kleines Bedienteil oben in der Kabine. Man Ja. kann die Menge jederzeit verstellen. Okay. Wenn man jetzt sieht, irgendwie im Waldeck, es hat ein bisschen mehr Schmutz oder Nässe, dann kann man hochfahren. Okay. Ja, und auch natürlich halt die Stundenleistung, je nachdem, wie viel Balle pro Stunde ich presse, Ja. so tue ich halt dann auch die Menge reduziere oder Ja, hochnehmen. Ja, wir haben die Düsen oberhalb von der Pickup angebracht, sodass sie Richtung Rotor sprühe. Ja, es ist eigentlich für mich der einzig sinnvolle Platz bei der Rundballenpresse jetzt. Aber wichtig ist, wo man die Düse anbringt, da muss man darauf achten, dass der Futterstrom die Düse nicht behindert, nicht irgendwie beschädigen kann. Auch wenn es mal eine Verstopfung gibt, muss man daran denken, dass das Futter ein bisschen weiter hochkommt und dann einfach die Düse ausreichend weit oben sind. Ich habe es dann so eingestellt, dass es ja eigentlich nie ins Leere spritzt. Ja, immer Richtung Oh, Rotor, okay. also die komplette Breite eigentlich abdeckt. Ja, das ist beim Ballenpressen recht einfach. Ich schätze mal, wie viel Ballen pro Stunde es ungefähr gibt. Ja. Und dann fange ich an und nach einer Stunde schaue ich dann mal im Tank, wie viel Mittel ist wirklich geflossen und kann dann nochmal nachsteuern. Je Ja. nachdem, mehr oder weniger.